Herr Generalsekretär, vielleicht erinnern Sie sich, wenige Tage nach dem Umsturz im Jahre 2014 in der Ukraine auf dem Maidan habe ich Sie gefragt, ob der Umsturz nicht verfassungswidrig ist. Und Sie haben gesagt, in einem Ausschuss in Malta, die Verfassung ist in einem solchen politischen Prozess nicht so wichtig, darf nicht so absolut gesehen werden. Jetzt in Spanien, Katalonien-Krise, argumentieren Sie genau andersherum. Sie sagen, die Verfassung ist das Absolute. Sie erwähnen nicht mal die Europäische Menschenrechtskonvention. Ich finde, das sind doppelte Standards. Warum wird einmal so mit der Verfassung der Mitgliedstaaten umgegangen und einmal so? When it comes to what Mr. Junko said about the Maidan and the Constitution, it's totally wrong. You are absolutely 100% wrong what we said about that. We have never, never accepted any change of the Constitution. No, it is totally wrong. For instance, when Yanukovych changed in Ukraine, changed the Constitution via the Constitutional Court, we were the only one that protested. The big powers, United States, Russia, European Union, they accepted it. We did not, we warned against it. When it comes to what happened on Maidan, it was, of course, not said in the Constitution, but it was a revolution. And any revolution is unconstitutional. But we are not in favor of unconstitutional changes. That's why I said what I said about Catalonia. And we have supported the way the United Kingdom is handling things in Scotland because they refer to their own legislation. So it is clear, I mean, what you said is totally 110% wrong over opinions on what happened on Maidan.